Wie ist die Stimmung? Ja! Danke sehr. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, mein Name ist Marcel Mann und es ist offensichtlich selten, war ein Nachname so ein leeres Versprechen. Aber ihr kommt über die Enttäuschung hinweg. Hat meine Familie auch geschafft. Nein, ist immer noch in Therapie. Ich stell das mal hier weiter zur Seite. Nicht, dass man uns verwechselt. Es gibt einen Grund, warum ich so wenig schwarz trage. Ist einfach sehr verwirrend. Ja. Aber ich sehe viele fröhliche Gesichter heute, aber auch das eine oder andere skeptische. Ich kläre das gleich von Anfang an. Es ist offensichtlich, aber ihr fragt euch sicher, wie schafft es der Typ da vorne noch Comedy zu machen, neben all dem intensiven Krafttraining? Ja, erwischt, erwischt. Ja, ist ganz einfach, man kann so aussehen und ins Fitnessstudio gehen. Man darf einfach nur keinen Körperkontakt zu einer Hantel aufbauen. Ja, spart man super viel Zeit, man ist viel effizienter und es ist nicht so gefährlich. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ein Mann in Worms war im Fitnessstudio und ihm war langweilig, nachvollziehbar, hat er sich gedacht, ach komm, steck ich doch einfach mal meinen Penis in das Loch einer 2,5 Kilo schweren Hantelscheibe. Plausibler Plan. Was soll schon schief gehen? So viel. Ja. Ja. Und was soll ich sagen? Rein war nicht das Problem. Raus war das Knifflige an Durchführung. Ist übrigens auch jetzt schon mein Move, die Bewerbung für Let's Dance. Also, falls jemand zuguckt, mein RTL. Na, dann stand er da so da, konnte nicht mehr zurücksetzen und stand eine ganze Weile da, aber dachte sich vermutlich, oh Gott sei Dank, habe ich nicht die 10 Kilo Scheibe genommen. Oh, ich bin so klug am Sein. Ja, ich weiß nicht, wie er gesprochen hat. Ich erzähle die Geschichte nach. Ich kann ihm die Stimme geben, die ich möchte. Ja, er stand auch eine ganze Weile so da. Ungefähr 3 Stunden. So lange hat das gedauert, bis die Feuerwehr, die angerückt ist, mithilfe eines hydraulischen Rettungsgeräts und einer Vibrationssäge seinen Penis entfernt hat. Befreit hat, befreit hat. Es geht um Zentimeter. Ja. Aber die ganzen anderen Mitglieder, die anderen, die sonst ungern dahin gehen, die anderen Kunden, die hatten den Tag der Woche. Die haben sich gefreut und dachten sich, ach, jetzt kommen wir öfter hierher. Ja, das kriegen wir alles für einen 19,90 € Mitgliedsbeitrag im Monat. Aber die Fitnessstudio-Kette, um die es ging, McFit, die hat direkt den Slogan geändert. Das heißt jetzt McFit. No, it doesn't fit. Was nicht passt, passt nicht. Ja, aber Leute, ich muss eigentlich nicht ins Fitnessstudio. Ich komme aus Berlin-Kreuzberg, so wie die meisten krassen Gangster. Ich bin von Natur aus ein bulliger Typ. Aber was soll ich sagen? Ich muss oft reisen, weil ich aus Berlin komme. Und ich bin heute in Köln hier angekommen. Und bisher dachte ich, Köln sei eine relativ sichere Stadt. Ich lag so falsch. Weil das Erste, was ich hörte, als ich noch nicht mal draußen war aus dem Bahnhof, noch auf dem Bahnsteig war, nur so... Achtung, Achtung, es befinden sich derzeit vermehrt Trickdiebe im Bahnhofsgebäude. Bitte achten Sie auf Ihr... Ich denke, oh, jetzt haben sie dem das Mikrofon geklaut. Alles gut bei dir? Ja, aber ich konnte mich gar nicht lange gruseln. Ich wurde direkt abgelenkt von einem sehr schlecht durchgeführten Drogendeal. Der war so mies durchgeführt. Mir wurde es ganz warm ums Herz. Dachte ich, ist ja wie zu Hause hier. Wie in Kreuzberg. Und ich muss sagen, ich wohne nicht nur in Berlin-Kreuzberg. Ich arbeite da auch. Als einer der wenigen in meiner Nachbarschaft. Bäm, sozialkritische Gags. Ja, ich kann nicht schwer tragen, aber das Bruttosozialprodukt im Viertel halte ich oben. Weil ich bin eigentlich Synchronsprecher. Das ist mein Hauptjob. Ich bin Synchronsprecher. Ja, wuhu. Du hast Ohren? Glückwunsch. Ja, ich bin wirklich Synchronsprecher. Dragon Ball und Atypical, Chilling Adventures of Sabrina. Sehr viel Quatsch mache ich da, was ich aber liebe. Und Synchronsprecher, das heißt, ich bin die deutsche Stimme hinter dem einen oder anderen jungen Teenie-Star aus Hollywood. Und ich mache das eigentlich nur, weil die Teenie-Stars aus Hollywood, die sind ein bisschen dumm. Ja, können alle kein Deutsch. Ist ein Problem. Und bei meiner Arbeit, da stehe ich aber immer an so einem Mikrofon wie hier, so spreche mit einer komischen Stimme und erzähle nur Mumpitz. Ähnliches Berufsbild wie Andrea Nahles. Ich merke schon, Kabarett-Ecke, ich verlasse mich auf euch. Ja, aber Leute, ich bin so kurz davor durchzudrehen, ich bin so kurz vorm Burnout, weil ich ständig als Sprecher Sätze sagen muss, die sind nicht unbedingt aus dem echten Leben gerissen. Ich muss ständig solche Sätze sagen wie, Stacy, halt, warte, das ist nicht das, wonach es aussieht. Sie ist auf mich draufgefallen. Ja. Realistisch, ja, sehr realistisch, sehr realistisch. Oder auch gerne mal, Britney ist aus dem Entzug zurück, sie schmeckt eine Poolparty. Ja, ich liebe Britneys Poolpartys, das ganze Footballteam wird da sein. Leute, ich bin fertig, bei solchen Sätzen kann man sich nicht entspannen.
Nee, das ist wirklich. Und wenn ich das nicht rufe, stehe ich in einem anderen Studio nebenan, so halbtags, also 12 Stunden, und schreie mir die Seele aus dem Leib. Ich stehe da und schreie nur, oh scheiße, Boss, der Laden fliegt dir jeden Moment in die Luft. Nichts wie raus hier. Wir werden alle draufgehen. Und puff, fliegt irgendwas in die Luft. Meistens ein Laden. Aber nur ich gehe drauf, weil ich habe den Schwarzen synchronisiert. Merkt er selber. Schwarze Schauspieler müssen immer zuerst den Löffel abgeben in irgendwelchen Horrorfilmen und Thrillern. Danach kommt dramaturgisch gesehen die nervige Blonde. Die spreche ich nie, wäre viel logischer. Ja. Aber egal, wo ich mitspreche, egal wo, auf kurz oder lang, ich kann wirklich mich darauf verlassen, so gut wie immer, meine Rolle verreckt. Und das ist super demotivierend. Ich sterbe extrem häufig bei meiner Arbeit. Das können wenige Berufsgruppen von sich behaupten. Ich sterbe wirklich so häufig und das macht was mit mir, dieses ganze Gesterbe. Ja, weil 2018 war zum Beispiel mein Jahr der Scheiterhaufen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber 2018 wurden die Rollen, die ich spreche, so oft auf irgendwelchen Scheiterhaufen verbrannt und in Mittelalterserien, in Zeitreiseserien. Ich nehme das mit nach Hause. Wenn ich jetzt zu Hause bin und Toast rieche, der ein bisschen länger drin war, ich werde nervös. Ja. Ist wirklich so. Ich kann überhaupt keine Bindung mehr zu irgendwem aufbauen, weil die Person, mit der ich zu tun habe, direkt abnippelt. Ähnliches Problem wie in der Altenpflege. Den habe ich heute mal spontan gebracht, aber ich habe euch gesehen und dachte, ihr habt ein gutes Gefühl. Ja, wirklich. Ich sterbe so, so häufig und das ist ein bisschen schwierig, aber ich mache das extrem gerne. Ich mache das super gerne mit dem Synchron und die Leute freuen sich ja auch, also jetzt nicht überall, aber in vielen Orten. Ihr fragt euch zum Beispiel jetzt, ist es denn die Möglichkeit? Woher kenne ich diese Stimme noch? Oh mein Gott, woher? Aus so gut wie jeder ranzigen Highschool-Serie, die in den letzten 11 Jahren produziert wurde. Ja. Ihr wisst schon, ihr kennt das. Mom, Dad, ich gehe bald aufs College. Das ist mein letztes Jahr auf der Highschool. Und das wird der Sommer meines Lebens. Das bin ich. Ja, es ist wirklich so. Ich bin seit über 10 Jahren auf der Highschool, auf einer amerikanischen Highschool. Das ist so viel Bildung wie 2 Wochen deutsche Sommerferien in Lorette Mar. Es ist wirklich. Und hat eigentlich jemand von euch High School Musical gesehen? Kennt ihr das? High School Musical? Ja? Ja? Habe ich nicht mitgesprochen. Ja. Ihr freut euch jetzt, dass ich da bin und darüber erzähle, aber in Berlin freut sich keine Sau, wenn ich sage, ich bin Synchronsprecher. Nee, wenn ich in Berlin auf einer Party gefragt werde, was ich beruflich mache, höre ich schon vor meiner Antwort, oh nee, Synchronisation. Also nichts gegen Synchronsprecher, aber. Und ich so, ja, nichts gegen rothaarige Kinder, aber. Ja. Den Gag nicht in einem Irish Pub bringen. Nichts gegen Synchronsprecher, aber wir gucken alles im englischen Originalton. Ja. Da spürt man noch die Seele des Schauspielers, das ganz feine Spiel. Ja. Ja. Wirklich. Also, sorry. Und ich denke, boah, aus diesem Gespräch möchte ich aussteigen. Gibt es hier irgendwo eine Gästetoilette, wo ich den Rest würde weinen kann? Und dann kommt irgendeiner um die Ecke, der meint, also es gibt ja ganze Länder, die haben gar keine Synchronisation. Ich so, ja, es gibt auch ganze Länder, die haben keinen Strom, fließend Wasser und einen Diktator. Da läuft's alles, außer das Wasser. Ja. Und da sprechen alle viel besser Englisch, alle. Und irgendwann kommt dann, wirklich nachdem ich mich wieder befreit habe aus dieser Unterhaltung, kommt ein anderer, der sagt, also grundsätzlich, ich muss ja zugeben, wir haben ja gar keinen Fernseher. Wir schauen ab und zu mal Arte oder Tatort bei den Nachbarn. Und ich denke mir nur so, und euch habe ich die Hand gegeben. Was soll ich denn daraufhin sagen? Ich bin ja an der Basis. Soll ich sagen, nee, ich habe auch keinen Fernseher? Nein, nicht. Nein, kein Fernseher. Nee, ich arbeite sehr viel mit Grammophon. Schellack ist mein Leben. Ja, wirklich. Ab und zu gucke ich mal bei entfernten Verwandten oder Tinder-Dates. Ihr wisst, wer ihr seid. Gucke ich ab und zu mal so eine Tierdoku auf Phoenix. Jede Folge Bachelorette. Ja, so eine Tierdoku auf Phoenix. Die wilden Biber aus der Uckermark. Ein Meisterwerk. Nee, in Berlin zuzugeben, da wo die intellektuelle Elite unseres Landes zu wohnen glaubt, da zuzugeben, dass ich Synchronsprecher bin, ist genauso effizient wie mich in einer Waldorfschule neben ein veganes Buffet zu stellen, zwischen Dinkelstangen und Yoga-Lehrerinnen und einfach mal in den Raum zu rufen, also ich schlachte ja noch selbst. Babykatzen aus dem Hinterhof, da weiß ich, wo das Fleisch herkommt. Regionalität ist mir super wichtig.
Ja. Und wenn ich außerhalb von Berlin unterwegs bin, da freuen die Leute sich. Die kommen auf mich zu, die sind nervös, aufgeregt und sagen, du bist ein Großsprecher. Ich wollte schon immer mal synchronisieren. Meine Oma hat mir gesagt, ich habe eine ganz schöne Stimme. Aha. Okay. So, also kriegt man auch eine DNA-Probe. Ja. Ja. Und dann denke ich immer, ja, cool, dann mach du deine Sachen und ich mach meine Sachen. Ich schnupper ja auch nicht bei anderen Berufen rein, aber Leute kommen auf mich zu und meinen immer, also ich kann ja sprechen, ich könnte ja auch synchron sprechen. Und ich so, ja, ich kann auch rennen, aber sieht man mich bei Olympia? Nein, Gold steht mir nicht. Aber ich habe mich richtig hochgearbeitet, weil mein allererster Job, den ich überhaupt hatte, ist so im Nachhinein so ein bisschen branchenfremd, weil mein allererster Job war nach dem Abi im Sommer bei McDonald's. Und ich war unglaublich schlecht als Friteuse. Ich war unglaublich schlecht. Ich habe da immer nachts gearbeitet bei McDonald's. Wenn nachts bei McDonald's kriegt man mehr Geld und man sieht mich nicht in meinem Polyester-Mischgewebe-Poloshirt. Und nachts bei McDonald's, da kommen Leute rein, wo man sich als traumatisierter 18-Jähriger wirklich ernsthaft denkt, alle Gene sind da, aber nicht an der richtigen Stelle. Ja, kann man das schon Kundschaft nennen? Ich weiß es nicht. Es ist wirklich ein bisschen schwierig, das Ganze. Aber ich hatte auch mit den Leuten zu tun. Ich war ja an der Kasse, ich habe die Leute so bearbeitet. Und ich habe ab und zu auch mal so ein Nuggets warm gehalten oder Salate umetikettiert. Na, die Stammkundschaft zusammen. Ich habe Salate 1 bis 2 Tage oder Wochen länger haltbar gemacht. Ich bin ein richtiger Bad Boy. Aber keine Sorge, ich muss sagen, McDonald's ist sauber, muss ich sagen, sonst kriege ich Ärger. McDonald's ist sauber, das Dreckigste bei McDonald's sind die Kunden. Und wirklich, da kommen Leute rein, die stellen sich vor dich hin und dann die dümmsten Fragen. Immer so, ist eigentlich in diesem Royal TS Schweinefleisch drin? Und du musst zum 70. Mal in der Nacht antworten, nein. Unser Fleisch wird hauptsächlich hergestellt auf Waschbärbasis. Man muss den Preis erhalten. Ist ja wirklich so. Und irgendwann, so ab 12:30, da kannst du die Uhr nachstellen, kommen die Besoffenen. Wenn die alleine besoffen sind, völlig in Ordnung, kommt man mit zurecht. Aber da kommen auch gerne so besoffene Paare. Und das ist nicht schön. Die kommen da immer an mit so einem unterschiedlichen Belichtungsgrad. Also er hat komplett die Lampen an und sie ist intellektuell nur so ein bisschen gedimmt. Ist nicht schön. Ja. Und sie ist der Außenminister, sie spricht, wenn er den Mund aufmachen würde, es könnte Land mitkommen. Statik wird alles, was von ihm abverlangt werden kann, ist Statik. Und dann stehen sie vor dir, fangen an, sich zu beraten. Und ich höre nur so, ja, Schatz, was willst du denn? Ja, ich weiß auch nicht, die Salate sehen frisch aus. Versuch schon so Morsezeichen mit den Wimpern zu geben, nee. Und irgendwann dreht sie sich zu mir und fragt, Entschuldigung, können Sie mir was empfehlen? Wir erinnern uns, wir befinden uns immer noch innerhalb einer McDonald's-Filiale. Was erwartet sie, dass ich tue? Soll ich mich umdrehen und in die Küche rufen, Schankmaid, möge sie den Fasan auftragen? Dann noch so ein kleines Fässchen Merlot hinterherrollen. Aber nee, ich bin jung, ich bin motiviert, ich bin im Service. Ich denke mir, natürlich kann ich dir was empfehlen. Ich gucke sie an, ich gucke den rotzevollen Typen an und sage dann zu ihr, meine Empfehlung auf jeden Fall immer und stetig zu verhüten. Service, die ist mir heute noch dankbar. Ja. Und weil ich so gut mit Menschen konnte, wurde ich auch direkt befördert zu McDrive, 3 Meter weiter ans offene Fenster. Das hat mir aber nicht gut getan. Ich stand da am Fenster wie die Frauen auf der Reeperbahn und das war dann nicht so gut, weil ich habe so ein Headset bekommen und mit dem Headset kam auch viel Macht und somit viel Verantwortung und für mich der freie Fall, weil ich da so als sprachbegabter Mensch dann zwischen jedem zweiten Kunden gesagt habe, willkommen bei McDonald's, Ihre Bestellung bitte. Oh Baby, Baby, ups, I. Eine kleine Britney Spears-Referenz. Ich wurde direkt wieder in Innendienst versetzt und da erschien sie mir. In einer lauen Sommernacht kam sie, meine Endgegnerin. Da kam eine Frau rein, die tanzte ihren Namen inklusive Bindestrich in Nachnamen vom Eingang bis zur Gasse. Und auch Textil war da sehr viel Jute mit im Spiel. Ich wollte gerade schon sagen, haltet ein, junge Maid. Unser Mac Quinoa ist heute leider aus. Und dann stand sie vor mir und das Erste, was aus ihrem Mund fiel, war nur so ein Oh, Aloha, ich fühl dich. Und ich so, das ist ihr nicht erlaubt. Das ist ihr nicht erlaubt. Gehen Sie zurück, ich rufe das Jugendamt. Eine Armlänge Abstand. Ja, und dann ging sie in sich, blieb da einen Moment. Ich denke, oh, jetzt ist der Akku leer. Und dann fiel mir viel zu spät auf, dass sie die Lebensmitteltafel hinter mir, so ein Lebensmittel, beobachtet, als sei das der neue Dan Brown-Roman oder das Alte Testament in Kleinbuchstaben. Ich denke, warum braucht die so lange? Ist gerade nicht mal Los Wochos. Es hat ewig gedauert. Und irgendwann kam sie wieder zu sich und fragte ein bisschen zu skeptisch,
Was wäre denn das Gesündeste? Ich habe geantwortet, das Gesündeste wäre, wieder zu gehen. Ja, war natürlich falsch. Richtig wäre gewesen, die Servietten, die sind auch glutenfrei. Aber das wusste ich damals nicht. Wurde ich rausgeschmissen. Ja, wegen dieses einen Vorfalls, der rauskam, wurde ich rausgeschmissen. Da arbeiten Leute mit einer zahnoptionalen Situation im Mund und mich haben sie rausgeschmissen. Ich war so sauer. Ich habe aus lauter Rachegelüste, wirklich habe ich da so einen 10-Kilo-Sack McNuggets mitgehen lassen. Ich habe zu Hause keine Fritteuse, ich habe die einfach auf die Heizung gelegt. Kannst da nichts falsch machen mit, ist ja kein Fleisch drin. Da, ich liebe es. Ja, Leute, aber Gott sei Dank bin ich rausgeschmissen worden, weil dann konnte ich meine Zweitkarriere verfolgen, nämlich Schauspieler und Synchronsprecher. Und das mache ich wirklich gerne, aber da ist natürlich auch viel Mumpitz dabei, weil ich sterbe ja sehr, sehr häufig bei meiner Arbeit. Aber wir haben jetzt 2019 und da geht es nochmal eine Spur härter, wenn schon scheiße damit Schwung. Und was ist die Steigerung von Sterben? Viele Leute würden behaupten, in Dessau zu wohnen. Heute jemand aus Dessau hier? Nee, alle tot. Wirklich, Leute, die Steigerung von Sterben ist schon tot zu sein. Und ich kam neulich ins Synchronstudio, ich weiß ganz oft nicht, was ich da genau mache. Also die Projekte sind alle super geheim. Und der deutsche Dialogregisseur, also der Mensch, der halt das Schön auf Deutsch macht, der kam ein bisschen zu gut gelaunt auf mich zu, so gehüpselt und meinte, heute ist es soweit, heute darfst du einem toten Jungen Leben einhauchen. Und ich so, der Satz ist auf so vielen Ebenen verkehrt. Dann durfte ich wirklich in einem Horrorfilm den Geist eines 14-jährigen Jungen synchronisieren. Seine Hobbys sind, andere Kinder dazu zu bringen, deren Eltern zu töten, das Ganze auf Super 8 zu filmen, sodass seine Seele bis in alle Ewigkeit unsterblich bleibt. Er ist eine süße Maus. Ja. Und für mich fängt der Film an mit einem noch kleineren Jungen, der im Bett liegt. Der ist ungefähr 8 oder so, der schläft. Die Vorhänge wehen im Wind, es ist nachts, irgendwie Fenster ist offen. Und mein sehr blasser, altertümlich gekleideter Junge steht in der Dunkelheit in der Ecke, guckt aufs Bett und sagt nur, wach auf, wach auf. Der Junge im Bett macht eigentlich nur so. Ganz ehrlich, wenn ein totes Kind neben meinem Bett stünde, wäre ich wach. Der Junge aber nur so, ich bin 8, ich bin amerikanisches Kind, ich habe einen Waffenschein. Kommst du nicht gegen an? Ja, und dann habe ich aber geantwortet, ich muss dir was zeigen, im Keller. Der Junge meinte aber nur so, aber meine Mama kommt bald zurück. Und ich durfte den schönsten Satz der Woche antworten. Deine Mama kommt so schnell nicht wieder zurück. Weil sie ist auf Britneys Poolparty, die ganze College-Mannschaft ist dabei. Lieber Britneys Poolpartys. Ja. So, Leute, das muss man machen, damit man weiß, es ist nicht Originalton. Und ich mache wirklich ganz verrückte Sachen. Neulich habe ich jemanden synchronisiert mit Tourette-Syndrom. Die Rolle hatte Tourette. Das ist so ähnlich wie sich schminken in der Achterbahn. Kann man probieren? Die Statistik spricht dagegen. Dann habe ich also in dem Studio gestanden, natürlich nicht alleine. Ich habe immer ein Team von Psychologen, was mich begleitet. Und erfolglos betreut. Nee, neben mir sitzt meistens eine Cutterin, das ist eine Frau, die hat ihren ganz eigenen kleinen Monitor, auf den Monitor guckt sie und die ist nur dafür da, um zu gucken, dass ich synchron bin. Das ist ihre einzige Aufgabe. Die guckt, ob ich richtig anfange, richtig einatme, ausatme, mich schneuze, wie auch immer, ob ich manchmal zu kurz bin oder zu breit spreche, also der hat schon aufgehört und ich rede immer noch weiter. Das ist ihre Aufgabe und letztens war das eine ganz feine Frau, das war so eine bisschen strengere, also die hätte auch Lehrerin sein können, weil züchtigen war total ihr Ding. Und die hatte so eine Brille, einen Dutten, Schal um, weil es war kalt im Studio, auch menschlich. Und dann ging's los. Ich hatte bei diesem Tourette-Menschen, hatte ich schon nach einer Stunde 40 Synonyme für weibliche Vagina durch. Nicht, dass ich es irgendwann mal brauche, aber theoretisch bin ich ausgerüstet. Ja. Und dann stehst du da und sagst die ganze Zeit, Herr Richter, es tut mir leid, Hitler, Pimmel, Kacke, Fotze. Ja, und das ist wirklich nicht so schön. Und irgendwann, alles ging gut, ich war immer synchron. Irgendwann hielt sie inne und meinte nur, oh, nee, hinten, die Szene muss ich noch mal sehen. Ja, ja. Nee, hinten, ganz eindeutig, hinten muss die Fotze breiter. Und ich so, Das ist nicht mein Metier. Ja, aber was tut man nicht alles für Geld? Es war wirklich, das war sehr, sehr prekär. Aber ich mache das ja wirklich gerne. Und was ich sehr gerne mache, nicht nur englischsprachige Sachen aus den USA oder Großbritannien, sondern auch japanische Anime-Serien. Das mache ich wirklich unglaublich gerne, mache ich schon eine ganze Weile. Und das ist toll. Da mache ich Dragon Ball oder Yu-Gi-Oh! Oder so Dinge. Guckt das irgendjemand von euch? Doch ein paar Junggesellen hier. Das finde ich schön. Ja, nein, ich gucke das wirklich auch gerne und ich mache das gerne. Aber diese Anime-Serien haben jetzt auch so ein Subgenre. Das ist der japanische Schulmädchen-Anime. Und das ist genau das, wonach es klingt.
Da sieht man sehr viele Schulmädchen in engen Röckchen und kurzen Tops und die gehen alle Ballsportarten nach. Ganz viele Ballsportarten. Die Kamera ist immer unten von, ja, so unten schräg. Man sieht sehr viele Schlüpper und so. Ganz ehrlich, so viel Sakrotan kann ich gar nicht saufen, wie ich möchte. Das ist schon, also man fühlt sich danach ein bisschen schmutzig und das mache ich dann. Und diese japanischen Animes, ihr kennt das vielleicht, da besteht das Gesicht zu 33% aus Augen. Ähnlich so wie bei Sailor Moon. Geweint wird immer an der Physik und der Logik vorbei. Aber das ist schön. Und dann haben aber diese japanischen Schulmädchen-Animes noch so ein kleines Gimmick, nämlich das japanische Schulmädchen, rein anatomisch, scheint zu 60% aus Oberweite zu bestehen. Das ist euch jetzt neu, aber hier ist ja auch ein bisschen Service-Comedy. Japanische Frauen an sich haben generell eine sehr, sehr große Oberweite und werden dafür geschätzt und geliebt auf der ganzen Welt. Und die wird aber immer ein bisschen zu prominent inszeniert. Die kommen immer so ins Bild, die Brüste immer so paarweise, weil die dürfen nicht allein gehalten werden. Und dann sind die immer frisch poliert, als irgendwie, keine Ahnung, wie Kastanien oder was weiß ich. Und dann kommen die so ins Bild und dann machen die Geräusche. Und ich denke, nee, das ist nicht gesund, das weiß ich. Brüste sollen keine Geräusche machen, oder? Junge Frau, machen deine Brüste Geräusche? Nee. Gehörst du dazu? Kannst du diesen Fakt bestätigen? Ja, deutsche Wertarbeit, die sind still. Ja, keine Ahnung, Brüste, warum sollen Brüste Geräusche machen? Was hätte da irgendwie helfen können? Frühe kindliche Erziehung, Montessori-BH, ich weiß es nicht. Aber japanische Brüste machen Geräusche, die kommen dann immer so ins Bild und das Erste, was man hört, ist nur so Und ich denke, was ist jetzt los? Gummibären hüpfen hier und da und überall. Sie sind für dich da, wenn du sie brauchst. Das sind die Boah, Leute, ich kann mich langsam nicht mehr mit meinem Job identifizieren. Es ist ein bisschen schwierig. Ich weiß auch nicht, wie lange ich das noch mache. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch durchhalte. Vielleicht geht die Welt auch bald unter. Aber eine Sache, die mache ich ganz sicher noch sehr lange. Und das ist Stand-Up-Comedy. Weil ihr werdet alle draufgehen. Du wirst draufgehen. Und du wirst draufgehen. Ich jetzt nicht, weil das ist mein letztes Jahr auf der Highschool. Und das wird der Sommer meines Lebens. Leute, ihr wart großartig. Vielen lieben Dank. Mein Name ist Marcel Mann. Bis dann. Dankeschön.